Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Aviamax. Wir fliegen heute mit Iberia von Barcelona nach Madrid. Ja, aufgrund des chaotischen Boardings bin ich jetzt schon im Flugzeug angekommen. Wir schauen uns einmal den Sitz etwas genauer an. Und ja, die Beinfreiheit lässt zu wünschen übrig. Pünktlich wurde der Airbus A320 nach hinten geschoben. Eine Seltenheit am Flughafen Barcelona. Der Flughafen Barcelona ist bekannt für seine extrem langen Wege. Gut für mich, denn als Luftfahrtenthusiast konnte ich hier einige Flugzeuge noch beobachten. In puncto lange Wege toppt jedoch nichts den Flughafen Madrid. Wie ich bereits in unserem Air Europa Trip Report erwähnt habe,
ist meiner Meinung nach der An- als auch der Abflug von Barcelona einer der schönsten in ganz Europa. Um nochmal auf den Sitz zu sprechen zu kommen. Die Beinfreiheit ist meiner Meinung nach wirklich bescheiden. Gut, der Tisch lässt sich so aufklappen. Und in der Seat Pocket ist auch nicht wirklich viel drin. Ich würde euch wirklich gerne in diesem Video mehr von dem Flug zeigen, aber ich kann es schlichtweg nicht. Der Service? Es gab keinen Service. Es gab nicht mal eine Interaktion der Flugbegleiter mit den Passagieren. Das einzig Positive an diesem Flug waren wirklich diese schönen Ausblicke, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Nach rund 50 Minuten landeten wir auch bereits in Madrid. Zum Glück. Ich möchte mich an dieser Stelle bei euch entschuldigen, dass ich euch einen derartigen Trip-Report präsentieren musste. Ich hätte euch wirklich gerne mehr gezeigt, aber genau das hier war meine Erfahrung mit Iberia, die ich euch dennoch nicht vorenthalten möchte. Ich kann euch jedoch bereits jetzt versprechen, dass der nächste Trip-Report ein besserer wird. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis bald, euer Tobi.